Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Die Sims 4. Wir haben Rechnungen gekriegt, okay, die müssen wir abbezahlen, das ist ja kein Problem. So, Lea, du darfst einen Patienten aussuchen. Nehmen wir mal den Buschel hier. Patient warmherzig begrüßen. Und ich weiß nicht, was mit Monka los ist, aber sie gefällt mir gar nicht. Glaubst du, du kannst helfen? Ich versuch's mal. Bringen wir Mareike auch mal hier hin. So. Ach, Mareike ist bei der Arbeit. Oh. Wo sind denn unsere Reinigungsroboter? Kann ich den hier... Ach so, das muss sie machen. Okay. Werden wir natürlich erstmal untersuchen. Atmung abhören. Ah, da ist der Reinigungsdude. Mundmotten. Untersuchen Fell. Vielleicht haben wir es dann ja schon. Ah, 3 Sterne. Unkontrollierbares Sabbern. Untersuchen, Ohren testen. Sehr gut. Behandlung. Ein kurzes Spray. So. Krankheit geheilt. So. Wen haben wir denn hier noch? So eine Leuchtnase. Oh, wer gehört denn zu dir? Patient warmherzig begrüßen. Ich weiß leider nicht, welcher da zu wem gehört. Kann ich das hier irgendwo sehen? Patient behandeln. Kann ich hier irgendwo sehen, wo der hingehört? Beruhigen. Können wir hier eigentlich auch eine Reinigungskraft einstellen? Machen wir erstmal Kontrolluntersuchung. Die sind wir noch mit dem beschäftigt. Untersuchen, Temperatur messen. Sehr schön, gesund. Warum magst du mich nicht? Kriegst noch eine vorbeugende Spritze. So, hat die Untersuchung beendet. Warum bist du... Warum bist du unglücklich? So, die gehört zu dir, okay. Patient warmherzig begrüßen. Oh, wir haben 4 Sterne, sehr schön. Okay. Eigentlich bräuchte man Reinigungskraft oder sowas hier. Was macht ihr denn mit dem da? Oh, die ist schon im Stress, die Katze. Beruhigen wir bitte erstmal. Genau.
So, untersuchen. Atmung abhören. Ich würde gern schneller das abhandeln, aber irgendwie in der Stadt hier. Findet das Festival statt? Soll es ruhig? Trockene Augen. Untersuchen. Augen untersuchen. Oh, wer gehörten zu dir, meine Liebe? Beruhigen wir nochmal kurz. Was macht unsere Tante hier denn da? Nix, oder? Ups. Genau. So. Untersuchen, Ohren testen. Wartezeit war kurz und angenehm. Sehr gut. Behandlung. Kurz das Spray. So, behandelt. Oh, sie ist, glaube ich, die Nächste. So, Patient warmherzig begrüßen. Die gehört zu dir, oder? Patient behandelt. Genau, sie gehört zu ihr. Schauen wir mal. Oh, da haben wir auch vier. Sehr schön. Kätzchen. Können wir vielleicht noch irgendwie einen Fernseher für die Gäste hinstellen? Das wäre vielleicht noch eine Idee. Ich weiß nicht, ob das hilft. So, Untersuchungsergebnisse. Untersuchen. Wann müssen wir eigentlich zur Arbeit? Kolumne müssen wir noch schreiben. Und noch 22 Stunden bis zur Arbeit. Atmung abhören. Tut mir leid, ich habe keine Zeit. Untersuchen Augen. Ja, wir müssten mal wieder was trinken, ne? So. Patient besänftigen. Müssen wir nachher mal zumachen. Wie spät haben wir denn? 19 Uhr, ja, dann wird's Zeit. Patient nicht beruhigen. Untersuchen. Oh, Misch. Untersuchen, Ohren testen. Sapava. Sehr gut, Behandlung. Desinfektionsspray. So, Krankheit geheilt. So, dann machen wir mal zu. Schließen. So. Ja, wir haben drei Bewertungen, Mitarbeiteransicht. Sehr zufrieden. Sehr gut. So.
Können wir hier nicht eigentlich auch irgendwelche Dinger herstellen? Doch. Machen wir mal so ein Beruhigungselixier. Und kann ich für hier eine Reinigungskraft einstellen? Rechnung können wir bezahlen, das sowieso. Reinigungsservice engagieren. Neb. Die ist noch auf der Arbeit. Sure, Mal. Oh, wow. Irgendwie kann ich doch auch die Dinger füllen, oder? Ich habe jetzt aber nichts, was ich da reinmachen könnte. Ich glaube, die Mareike hat da einiges. Können wir vielleicht auch Leckerchen und so herstellen, ne? Erst bei der Tagespflege. So. Öffnen. Ach so, Service engagieren. Hund adoptieren will ich nicht. Pizzaservice. Okay, geht nicht. Öffnen. Kann ich nicht. Okay. Ich hatte gehofft. Du gehst duschen. Okay. Ist genehmigt. Was kann ich denn hier alles herstellen? Untersuchungstisch. Das Serum kann auf Verabreichungen, das vollkommen entspannt sind. Okay. Leckerchen. Stinkinator. Verjüngungshappen. Wellnesshappen. Zimtcracker. Ich würde sagen, wir gehen einfach mal heim. Nein. Ach so, zurück nach Hause. Ja. Wir hätten theoretisch noch sauber machen können, aber ja. Mach mal. Beim nächsten Mal. Ich muss jetzt erst nochmal eine Kritik schreiben. Das ist ja noch unsere Tagesaufgabe. So, Haushaltshilfe, schreiben, eine Kolumne, nicht Kritik. Was erzähle ich denn da? Enrico ist von der Mareike hat 568 Simoleons mit nach Hause gebracht, sehr schön. Du hast Hunger. Dann sollten wir uns was zu essen machen. Haben wir noch? Mehr Auswahl öffnen. Nein, wir haben nichts. Dann kochen wir. Tortillas mit Soße. Das klingt doch lecker. So, klein Enrico. Der ist traurig, weil kein Elternteil in der Nähe. Spiel du mal hier ein bisschen Shimshape. So, du bist am Kolumne schreiben. Rechnungen brauchen wir uns wirklich keine Gedanken machen. Balgen. Folgen wir erstmal mit dir. Kennenlernen. Samba.
bitten, das Geschäft zu erledigen. Machen wir auch Balken. Oh. Sehr schön. Ach, das ist er hier. Ich dachte gerade, wo kommt die Musik her? Hoppla. Das sieht auch ganz nett aus in ihrem neuen Dress, finde ich. Das steht ja ganz gut. Sehr schön. Was kann denn der kleine Enrico eigentlich schon? Fähigkeiten, Denken, Level 1. Wir sollten eigentlich überall auf 3 kommen, ne? Aber ja, dauert noch ein bisschen. Sie ist noch am... Ne, sie ist fertig mit Essen, okay. Dann darfst du das aufräumen, meine Liebe. Solltest dringend duschen. Und dann könntest du mal... du musst noch was trinken, ne? Durst hast du, ja. Trinken wir gerade mal. Trinken. Hi, Veronika. Ja. Komm vorbei. Häng ab. Wir können dann noch ein Ründchen mit ihm joggen gehen. Mehr Auswahl. Tierpflege. Spazieren gehen. Joggen gehen. Wo bleibt die Veronika? Oh, das ist neu. Das hängt mit dem Wäscheding zusammen. Wäsche machen. Taschen durchsuchen. Und dann können wir mal Wäsche machen. In Waschmaschine stecken. Sehr schön. Das müssen wir uns mal anschauen, wie das aussieht. Nichts drin in den Taschen. Ah, sehr schön. Das kannst du dann noch aufwischen. Dann schauen wir mal, was sie oben mit der Waschmaschine macht. Ach, hi Veronika, da bist du. Ja, dass wir die auch mal benutzen, ne? Sehr schön. So, da kann sie aufwischen. Beruhigend streicheln. Du hast auch noch eine Tagesaufgabe, ne? Trainieren. Das sollten wir dann auch noch machen. Ach so, da wischst du auch auf. Ich dachte gerade, wo will sie denn hin? Das gehört dann nicht hin. Ich glaube, wir müssen öfter mal mit unseren Tieren weggehen. Weil, ja, das sollte nicht so sein, dass sie da das Häufchen hinmachen. Wie sieht's bei dir aus? Du musst aufs Klo. Kannst du schon aufs Töpfchen? Töpfchenhilfe leer.
Veronika? So. Ja, du machst Training. Brabbeln. Töpfchenhilfe, genau. Und dann brauchst du noch was zu essen. Alles muss sein. Oh, Mareike. So, hoffen wir mal, dass er das schnell lernt. Töpfchenfähigkeit erworben, sehr schön. Jetzt kann das dann alleine. Sie ist am Trainieren. 25% erst erledigt. Okay. Das dauert noch ein bisschen, meine Süße. Jo, gut macht der Kleine das. Oh, ich glaube, du musst noch mehr trainieren. 50% erledigt. Was hast denn du, mein Lieber? Du warst gerade joggen. Zum Wäschekorb bringen. Hat sie irgendwas gefunden? Nö. Wischen wir gerade mal auf und dann kannst du noch was joggen gehen. Während er da munter vor sich hin stinkt. Ah ja, Töpfchen ist gleich fertig. Und dann können wir erstmal essen. Wow. So. Sie joggt. Er macht Töne. Ah ja, jetzt will er hoffentlich essen, oder? Um Essen bitten, genau. Ja, und Lea versteht. Perfekt. Er ist sauer. Warum? Weil Hunger. Ja, ja, du kriegst ja jetzt was. Chips. Was man so braucht, wenn man Hunger hat. Ich muss los. Danke, dass du dir Zeit genommen hast. Keine Ursache. So. Er ist glücklich. Sie 75%. Du hast Tagesaufgabe erledigt, oder? Ja. Kolumne schreiben. Warum nicht? Hä? Kolumne haben wir doch geschrieben. Ach, wunderbar. Kolumne schreiben. Warum hat das nicht gezählt? Hat sie vorher abgebrochen, oder? So, trainieren abgeschlossen. Du kannst ihn da mal rausholen. Rauslassen. Und da musst du schlafen, ne? Bring mal noch ins Bett. Dag, Dag. Dag, Dag. Ins Bett bringen, genau. Wogrichaw? Warba? So. Jetzt hat sie schon wieder aufgehört.
Warum? Warum machst du das? Warum du das tun? Oder auch eben nicht tun? Müssen wir da wirklich jetzt die ganze Zeit dabei sein, dass du das auch wirklich machst? Vorführung beurteilen oder Kolumne schreiben? Tagesaufgabe, ist doch richtig. Deswegen verstehe ich gerade nicht, warum das nicht zählt. 11 Stunden bis zur Arbeit. Und? Zählt nicht. Warum nicht? Soziales Netzwerk. Mehr Auswahl. Wie beurteile ich denn eine Vorführung? Dazu müsste ich wahrscheinlich in eine reingehen, oder? Wenn ich das richtig sehe. Ja, das machen wir jetzt aber natürlich nicht mehr. Ich sage dann jetzt erstmal einfach mal vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Wir können gerade mal gucken, ob wir hier noch irgendwas. Nein. Das wollte ich nicht. So war das nicht gedacht. Na gut, wenn wir hier sind, kannst du gerade schon mal sauber machen. Ach so, ich kann aber nur hier einstellen, okay. Tierarzt, wir haben einen zweiten. Halleluja. Nee, das ist das Outfit. Entschuldigung. Werbung. Nee, verkaufen will ich nicht. Angestellte verwalten. Wir können immer noch keinen zweiten. Warum nicht? Wann kann ich einen zweiten einstellen? Auf Level 4 befördern. Wenn wir schon hier sind. Finanzen anzeigen. Können wir eigentlich direkt Vorteilspunkte, Geschäftsvorteile. Ah, zusätzlicher Tierarzt Nummer 1. Kaufen wir. Tierärztliche Versorgungsqualität freischalten. Kaufen wir. Geduldige Patienten. Nehmen wir auch. Zusätzlicher Tierarzt Nummer 2. Nehmen wir auch. Dann können wir nämlich 3 nehmen. Gut geführt. Setzt die Wahrscheinlichkeit, dass schlimme Dinge ereignen. Können wir gerade nicht. Geringerer Tierarztstress, Tierarztkittel. Die interaktive. Ja, machen wir. So. Patientenansturm. Brauchen wir im Moment gar nicht mehr. Wir haben sowieso genug. So, jetzt können wir gerade auf Personal verwalten gehen. Wen nehmen wir denn? Fabio Roth. Die Hanna. Der Harry. Der Dominik, der sieht doch ganz nett aus. Was ist das? Sonnenbrille ist cool. Beeinflusst, wie das Personal die Patienten empfängt und mit ihnen umgeht. Beeinflusst die Effektivität von Behandlungen. Beeinflusst die Effizienz des Personals. Ja, ich würde sagen, wir nehmen wir den Lukas und den Fabio, oder? Die haben nämlich da zumindest schon mal 3. Und dann nehmen wir den Fabio. So.
Den können wir hochleveln und ihn können wir gleich mal hochleveln. So, und wir öffnen. So, Tierklinik ist eröffnet. Wann müssen wir denn zur Arbeit? 9 Stunden. Machen wir mal einen Tag Urlaub. Urlaubstag nehmen. So. Sie wird zu Level 4 befördert. Wo wollen die alle hin? Können wir sie eigentlich auch nochmal endlich eine Beförderung. An Jana verwalten. Das wollte ich doch eigentlich machen. Und wir können sie mal loben. Kurze Schulung. Jawohl. Loben wir sie auch mal. Bitten herzustellen. Mach mal. Dich loben wir auch mal. Sind Patienten da? Mit Justin plaudern. Ja, ich würde sagen, dann gehen wir aber jetzt mal, beenden wir die Folge. Ich sag vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr seid auch beim nächsten Mal wieder mit dabei. Wenn wir, ja, mal schauen, wie es denn so weitergeht mit unserer Tierklinik. In diesem Sinne, tschüss. Bis zum nächsten Mal.